Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Folge 15 von Dead Space 2. Wir sind wieder in der Stadt, sind gelandet hier. Wir hören von allen Seiten nur noch Necromorphs. Die ganze Stadt ist, glaube ich, mittlerweile schon gewandelt worden. Und ja, ich war nochmal beim Shop, habe hier nochmal gespeichert, aber habe noch nichts gekauft. Ich habe halt nur ein paar Knoten besorgt, habe jetzt aber drei. Auch wenig. Wenig Geld, wenig Knoten. Mir kommt das so vor, als gibt es hier im zweiten Spiel, im zweiten Dead Space, ein bisschen weniger Geld und weniger Knoten. Ich meine, ich habe immer noch nicht alles abgedatet. Der Plasma-Cutter, da fehlen noch 4 Knoten. Für meinen Anzug fehlt auch noch was. Und Stase habe ich gerade mal erst angefangen. Und ich habe auch noch keine zweite Waffe gekauft. Und im ersten Teil hatte ich Anzug-Maximum und hatte Waffe-Schnell-Maximum, Stase-Maximum, alles. Und konnte noch Chinese mitmachen und hatte trotzdem noch genug Geld, um mir alle Waffen zu kaufen. Und hatte dann auch noch das Impulsgewehr auch noch maximiert. Hier geht das irgendwie nicht bisher. Aber gut, wir haben ja auch jetzt 6 Stunden Spielzeit. Mal gucken, was da alles noch passiert hier. Gehen wir erstmal weiter. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Episode, wenn wir zum Transitknoten gehen, wir müssen Ellie und Strauss treffen. Danke für den Daumen nach oben gestern in der Folge. So, jetzt sind wir hier wieder beim Transport-Hub, wo wir das letzte Mal auch Ellie gefunden haben. Isaac, hier lang! Zur Bahn geht's hier lang! Los, los, los! Zur Fabrik! Ellie, bekommen Sie die Tür zur Fabrik auf! Sind Sie irre? Da bin ich nur knapp rausgekommen! Da drin wimmelt es von diesen Dingern! Ja, keine Wahl! Los! Scheiße! Ist die da? CEC-Fabrik? Die Luft ist weg. Tideman macht halt alles platt. Oh oh. Ja, genau. Da hat jemand auch die Isaac, Grundschule aufgemacht. Ich versuche aufgemacht. Die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Moment. Hä? Wieder diese blöden Viecher, ey. Ellie, du könntest echt mal ein bisschen schneller hacken da oben. Schloss. Ich gebe meine Codes ein, aber es funktioniert nicht. Die sind, glaube ich, nicht mehr gültig, deine Codes. Puh. Alter, kommt ihr nicht immer von der Seite angesprungen? Wenn, dann von vorne. Ja, ich bin dafür autorisiert. Geh auf, du Scheißding. Ja, echt, geh mal auf. Alter, ich komme hier nicht dazu, das alles zu looten, ey. Alter, komm wieder angeflogen. Guck dir die an, wie... Wie die Geier, ey. So. Sie ist offen. Los, Isaac. Hau ab. Ah, das lebt ja immer noch. Gehen Sie, Isaac. Sie können nicht alle aufhalten. Gehen Sie. Weißt du, was hier alles rumliegt? Ah, aber die kommen... Ich muss halt... Die kommen sonst unendlich. Ich bin verlangsamt. Von Säure. Tür zu. Problem ist nämlich, ich habe keine Heilung mehr. Oh doch, ich habe eben noch was aufgehoben. Noch mehr? Nö, bin total leergesaugt, ey. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dass man Heilprobleme hatte, hatte ich den ersten Teil auch nicht. So, zur Fabrik, wo noch mehr von diesen Viechern lauern. Ist das ein Fahrstuhl? Ja. Ellie, sind Sie da? Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur... Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Nun bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Dankeschön.
neue Koordinaten bekommen. Wir gehen da lang. Hey, der Gang kommt mir so bekannt vor. War ich hier schon mal? Das sieht genauso aus wie der Ort, wo ich zum Kapitel 8, oh, wo ich zur Solaranlage hochgeflogen bin. Lebenspunkte. Oh, geil. Nur ein kleines Ding. Toll. Hier ist alles kaputt. Okay. Hier sind wir in der Fabrik, wo Ellie gearbeitet hat. Das war vielleicht ein Arbeitskollege von mir. Schöne Grüße von Ellie. Eingang CEC Hauptanlage. Noch ein Shop. Geil. Alter, was ist denn hier eingeschlagen, ey? Isaac. Jetzt nicht den Verstand verlieren. Nicht so werden wie Strauss. Textlog. Audio. Oh, Audiolog. Alle Teams, hier spricht Caleb. Xenogeologe der Lenkfortschicht 1. Etwas ist in der Anlage. Wir haben drei Leute verloren und erreichen Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle Mann bereit halten, falls da noch mehr sind. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Geh du rein an Green. Okay, die hat's hart erwischt hier unten, die ganzen Arbeiter. Ärgerlich für die. Aber egal. Isaac ist ja noch da. So. Erstmal hier werden wir ein bisschen wieder aufräumen, ey. Wenn's so weitergeht, muss ich mir Heilkanister kaufen, ey. Oh nein. Waffe kann nicht entfernt werden, ja. Gut, Gott sei Dank habe ich nicht meinen schönen Plasma-Cutter verkauft. So, ich habe 29.000. Ein paar Knoten habe ich auch. Ich kaufe mir nochmal einen Knoten. Und auch wenn es blöd ist, aber ich kaufe mir jetzt nochmal 5.000 so einen Heilkanister. Was sicher ist, sicher. So, einen wenigstens. Gott, ey. So, es ist nur eine Tür da, die anderen sind alle geschlossen. Dann muss ich da lang. Ich hoffe nicht, dass hier diese Wandler kommen. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die Gegnertypen. Aber sicher ist sicher, dass ich hier deren Nahrung trotzdem noch zertrete vorher. Energieknoten. Gibt es auch viel seltener, auch diese Wandstation mit Energieknoten oder auch bei den Gegnern oder so. Was war das? Ist aber natürlich auch gar nicht so schlimm, dass es jetzt weniger gibt oder so. Also, das soll ich jetzt nicht als Kritik sehen. Dann ist man halt ein bisschen vorsichtiger und überlegt halt mehr, was man verbessert und was nicht. Ne? Geile Beleuchtung. Ein Modell hier. Okay, hier ist eine Knotentür. Alter, diese Geräusche, ey. Alter, da draußen wird aber ganz schön viel gewandelt. Ah, die kommen hier rein. Scheiße. Ich habe keine Lebenspunkte. Wie er sich versucht hier zu unter meinen Schüssen sich durchzuducken. Nee, hat er gerade die Tür aufgemacht? Ja, das ist Leben. Ich wollte mit dem auf dem was schmeißen. Einen habe ich auch gekriegt. Dass man den mit der Tür nicht einquetschen kann, ey. Gut, dass ich die Tür hier aufgemacht habe. Anzug Level 5?
Jetzt kriege ich auch noch einen neuen Anzug oder was? Ich habe gerade Geld ausgegeben. Und Energieknoten. Ich habe ein Anzugschema gekriegt. In einem Knotenraum. Das hat sich ja gelohnt. Warum ist denn hier noch eine Tür, die zu ist? Sehr witzig. Kann man hier auch von der anderen Seite rein? So, ich hab, glaube ich, alles aufgehoben. Medipack. Klein. Toll, ey. Jetzt habe ich wahrscheinlich kein Geld mehr. Für den Anzug. 600. Komm, der Shop war doch hier gleich im Raum vor mir, ne? Oder hinter mir. Na gut, hier nochmal durch. Ich bin neugierig, was der Anzug kostet. So. Heruntergeladenes Schema. Klassischer Anzug. Aha. Das ist der. Klassischer Anzug. 40.000. Der klassische Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Shop-Rabatt. Gegenstände im Shop sind 10% günstiger. Kauf garantiert mindestens 20 Inventarslots und 15% Panzerung. Deine Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Okay. 20 Inventarslots und 15 Panzerung. Und was habe ich hier? 15 Inventar und 10% Panzerung. Der ist besser. Der hat mehr Panzerung auch. 5 Punkte mehr Panzerung. Und Shop-Gegenstände sind halt natürlich günstiger. Es ist halt der klassische Anzug vom Aussehen her nicht so spektakulär, aber er verbessert mich halt. 10% Panzerung oder 15% Panzerung, ne? Hallo? Und ein 20% Dings hier, Inventarslot. Ich muss nur irgendwie auf 40.000 kommen. Was kann ich denn noch verkaufen? So, ich habe hier noch viel Plasma-Munition. 40.000 kriege ich jetzt, glaube ich, nicht so schnell zusammen. Komm, wir verkaufen den Mechanikeranzug. Nicht ausrüsten. Verkaufen. Kann ich nicht verkaufen. Die kann ich hier noch verkaufen. Aber da komme ich... Ich komme nicht auf 40.000, ey. 29.200. 5 Knoten. Die kann ich aber leider auch nicht verkaufen. Die habe ich halt immer dabei. Schade. Naja, ich krieg ja noch Geld. Ich werde mir den auf jeden Fall zulegen, sobald ich 40.000 habe. Den schnapp ich mir. Sehe ich halt wieder ein bisschen Dead Space 1 mäßig aus vom Aussehen her, aber man kann ja nicht immer nur nach dem Aussehen gehen. Wenn da einfach ein größeres Inventar drin ist und bessere Panzerung, ne, ist natürlich super. So, hier draußen wurden gerade viele umgewandelt. Kann aber auch sein, dass die jetzt gerade hier schon in den Raum reingelaufen sind und ich sie schon zerlegt habe. Dass sie durch den Lüftungsschacht gekommen sind. Na, guck mal hier noch. Nochmal schön Geld. Wer schiebt denn da rum? Hallo? Aha, durch die Scheibe. Denkst du, kommst hier rein, ne? Ne. Guck mal, der Donutblut. Alles klar. Wer kommt denn da um die Ecke geschlichen, ey? Von hinten ist der echt doof. Bitte nicht platzen. Gott sei Dank. Ich habe nämlich extra nur auf das... Oh, geil, Leben. Extra nur auf den Arm geschossen, damit er mir nicht... wegplatzt. Okay, hier ist nur eine Tür. Sorensen, hörst du mich? Hier ist Caleb von Schicht 1. Ihr solltet lieber direkt hinter uns sein. Wir hinterlassen haufenweise wütende Leichenteile. Caleb, komm! Vor uns rotten sich mehrere von denen zusammen. Ich kann sie sehen! Alle mit Bewegung! Los, los, los! Wir hinterlassen wütende Leichenteile, finde ich auch super. So, was haben wir denn hier? Wütende Leichen höre ich da? Das ist der Nebenraum, da war ich eben, jetzt bin ich hier. Was haben wir da noch? Nichts. Ein Knoten hier hinten versteckt. Jetzt kriege ich plötzlich viele. Ich glaube, jetzt habe ich...
Sie wird also auf mich warten. Oder der Mark, habe ich es gesagt. Nicole ist schon lange tot. Okay. Ja, danke. Geht das Licht nochmal wieder an? Das sind ja immer nur so kurze Stromschwankungen zum Glück. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Zieht wieder mehr. Alter, der Rubin liegt da einfach rum. Alter, muss man ja echt immer. Das ist das Geld, was mir fehlt, ey. Aber das sieht jetzt hier schon wieder mehr nach Fabrik aus, das wollte ich noch sagen. So, Brennstoffverarbeitungs. Ach, Brennstoffverarbeitung klingt gefährlich. Oh, ist das Gift? Diese grüne Duft? Albert, hier drüben. Hier? Ah, hallo. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach den Nadeln. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Ungeeignet für Menschen, genau mein Lieblingsort. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Da ist ein Knoten. Schon wieder. Eben sage ich noch so, hey, es gibt viel weniger Knoten. Jetzt kriege ich ja in der Ecke welche. Jetzt ist das schon der siebte. Ich glaube, es hackt. Hinter ihr die Tür auch noch mit radioaktiv Zeichen da. Finde ich gar nicht gut. Was ist hier hinter? Kann man da was... Hier hat sich einer ein Zelt gebaut. Zusammengeschweißt und so. Der wollte noch versuchen, da zu überleben. Mit hinter ihnen hier einen schönen Schrank mit Getränken oder so, ne? Hat aber, glaube ich, nicht geholfen. Okay, das sieht auch sehr interessant aus hier mal wieder. Also optisch ist der zweite Teil natürlich echt fein. Ein Schema für den Detonator-Minen. Ja. Hört ja vorher schon. Ist da noch was an der Wand? Nö. Da ist aber eine Werkbank. Ich werde mal die ganzen Knoten los. Natürlich muss ich jetzt alles bewegen, ey. Ne. Den habe ich schön erwischt. Habe ich schön so ein Ding reingedrückt. Die Körperteile hier alle rumfliegen, Mann. Okay. Hab alles gelootet. Warte, da liegt noch was. Munition. Darf ich jetzt vielleicht hier auch die Werkbank benutzen, ohne dass ich angegriffen werde? Puh. So. Ist nämlich echt wieder laut hier, ey. Nachladetempo, Tempo-Dings. Na komm, mach ich jetzt mal, damit er mal fertig wird hier. Der. Okay, Plasmark hat er jetzt endgültig alles gelernt. Hier ist nur Schaden für diese Dingsbums. Nee, Stase weitermachen, komm. Ach, Mist, krieg grad nichts. Muss ich hier den Knoten machen oder... Na, Energie kann ich da machen. Aber wenn ich hier hingehe, krieg ich danach noch... Was ist denn das? Aufladung? Aufladung wird um 10 Sekunden verlängert. Ach, dass ich das dann alleine auflädt, das war's, ne? Das ist eigentlich auch ganz gut.
Dauer ist erst wieder da oben. Aber von diesem Arm komme ich halt nicht hier oben. Das ist nur, wenn diese zwei Abzweigungen da. Aber ich nehme den. Stimmt, die Stase lädt sich ja immer ab und zu ein bisschen selbst auf. Und da minus 10 Sekunden. Oder Prozent, was auch immer. So. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ich hab's gemerkt, danke. Das sieht nicht gut aus. Nicht geeignet für Menschen, ne? Hm. Jetzt muss ich da durchfliegen. Kann ich hier was noch aufmachen? Ich scheine in einer Sackgasse zu stecken. Das über mir sieht nach einem Lüftungssystem aus. Richtig. Durch das manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Sie müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Gewaltsam. Wow. Okay. Hm. Ich muss auf jeden Fall hier diese Dinger benutzen. Frage ist nur, wo sind die Halterungen für diese Tür? Wo muss ich die gegenschießen? Dass die Tür auch aufgeht. Dahinter ist irgendwas. Ah, vielleicht nach unten, so dass die, dass die so weggedrückt wird. Das ist so eine Schwenktür. Wenn ich da einen gegenpacke, müsste das hier runtergehen dann. Also mehr hier so hin und dann so. Nö. Nicht so. Vielleicht eher dann direkt mal da so hin. Wo sind sie jetzt hin? Mir ist er kaputt gegangen. Leute, ich habe nicht so viel Munition, um das hier auszuprobieren. Geht irgendwie nicht. Kann ich das nicht runterziehen hier mit Stase, ey? Setzen Sie Chinesen ein, um die Düsen zu... Ja. Ich muss die nur hier so durchkommen. Das würde reichen. Ah, guck mal, die kann man da so anbringen. Aha. Die haften da dran, das ist ja noch besser. Okay, gefällt mir. Kisten, viele Kisten. Ja, die brauche ich auch wieder, die Munition. Auch. Das sind noch mehr Sachen. Da lang, ne? Ja. Okay. Orientieren. Wo muss ich lang? Da lang. Das sieht aber aus wie ein Fleischwolf, ey. Ah, es ist ein Fleischwolf. Clark, da sind sie ja. Wie ich sehe, hat Ihre Freundin die Anlage lahmgelegt. Ich schulde ihr meinen Dank, dass sie mir ihren Standort verraten hat. Der Verarbeitungszyklus läuft. Und Sie stecken mittendrin. Es endet hier, Clark. Nein, das muss es nicht, Heidmann. Doch, das muss es. Leben Sie wohl, Clark. Wo ist denn das jetzt wieder da? Ich kann da durch, ey. Ich manövriere mich hier. Drücke RB. Ja, ausgerichtet bin ich ja. Oh, oh. So. Tightman. Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Okay.
Okay, das sieht aber nicht so gut aus. Da muss ich mit Boost durch. Weil ich kann den auch verlangsamen. Hui. Okay, und nun? Da lang. Boah, schon wieder diese Dinger, ey. Alle tot. Ellie, können Sie die Dinger nicht abschalten? Nein, Tideman hat mich aus dem System gelöscht. Und jetzt funktionieren meine Codes nicht mehr. Machst du Witze? Oh, Scheiße, da kommt was. Schloss, helfen Sie mir mit der Tür. Ich will, dass Sie ihn sehen. Sie müssen die Schritte einhalten. Was? Nein, halten Sie die Klappe und helfen Sie mir. Verdammt. Ah! Hey, hey. Oh, die haben ganz schön Probleme da. Ellie und Stross. Oh Gott, ist das hier ätzend, ey. Ich treffe noch. Irgendwann treffe ich. Okay, da bin ich auch durch. Ach, überall diese Dinger. Down. Ein Bein ist das. Ich hätte etwas fallen lassen noch. Hier sind noch Kisten. Wie schnell die Zeit schon wieder vergeht in dieser Folge, ey. Die ist ja krass. Okay, wo lang? Ach nö. Schon wieder so eine Tür. Okay, wo sind jetzt hier die Dinger? Da. Aber jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Zack. Oh, Spider-Man-Netz, ey. Ist so eine Art Leviathan-Zeugs. Kriege ich hier wieder Bossaritis. Okay, wo lang? Ich muss da durch, durch den Anus. Schön eingenistet, wo es schön warm ist, wa? Ich glaube, der ist schon down. Ist er nicht. Ey, die Dinger gehen mir nicht auf den Sack. Hier ist er down. Da ist was. Oh ja, noch mehr Fettgeld. Oh. Ah. Einmal wieder rankleben. So. Alles okay bei Ihnen? Ist es nicht? Schritt 3, Ellie! Schloss, durch die Tür! Los! Aufhalten, ich bin nah dran! Aufhalten, ich bin nah dran. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hier war doch noch irgendwas am Rumfliegen da. Lebenspunkte! Hier habe ich nämlich echt wenig gehabt. Okay, gucken wir hier nochmal den Gang an, ob hier noch irgendwas rumfliegt, außer Leichen. Nee. Okay, wir haben den Fleischwolf passiert, Leute. Was für eine lange Folge, aber ich wollte unbedingt hier durch sein. Ja, Ellie und Stross haben leichte Probleme. Die müssen da viele Necromorphs aufhalten. Die werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall retten, hoffe ich. Hoffen wir mal, dass Ellie hier durchkommt. Die ist mir bisher die sympathischste von allen Damen, die Isaac so kennengelernt hat. Sonst wird er von vielen immer verarscht. Also von Dana, von Kendra, von Nicole nicht. Die ist ja tot. Aber sonst hat er nicht so Glück mit dem Damen. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für die heutige längere Dead Space-Folge, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge von Dead Space 2. Ciao!